Das ist der Charles Eugster. Mit seinen 93 ist er wohl der fitteste Senior der Schweiz und wie er selber sagt, ist er besser zu Weg als noch vor 30 Jahren. Rudern ist ein ehemaliger Zahnarzt seine Leidenschaft und für das hat er sogar schon x Goldmedaillen geholt. Gold würde es auch für seine Bescheidenheit geben. Ich weiss nicht, warum so viel Interesse an meiner Person besteht. Das Einzige ist, was meine Trainerin sagt, dass ich topfit bin. Aber das kann jeder. Jeder dann vielleicht doch nicht gerade. Angefangen mit Fitnesstraining hat er erst vor 6 Jahren. Seine Trainerin hat ihn regelrecht zu einem Muskelpaket gemacht. Ich habe ihn eigentlich so ein bisschen als halber Krüppel in die Hände bekommen, mit Rückenschmerzen, mit kaputten Schultern, mit einem abgerissenen Bizeps. Aber jetzt mit 93 ist er topfit und er ist wirklich der lebendige Beweis, dass es geht in jedem Alter. Man kann in jedem Alter fit werden, das Leben genießen und gesund sein. Nicht nur seine Fitness, auch sein Aussehen ist einem britisch-schweizer Doppelbürger sehr wichtig. Ich bin eitel und weil ich eitel bin, das hat wahrscheinlich mein Leben gerettet, weil es hat mir nicht gepasst, wie ich ausgesehen habe. Und ich wollte meinen Körper verbessern und das ist reine Eitelkeit. Der Zürcher ist nicht nur eitel, sondern auch sehr ehrgeizig und hat darum mit seiner Pensionierung ein bisschen Mühe. Pensionierung ist in meinen Augen nichts anderes als freiwillige oder unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Man hat genügend Zeit, nichts zu machen, wenn man im Grab liegt. Dann macht man nichts. Leben ist Tätigkeit. Und darum kann er sich vorstellen, in seinem höheren Alter noch einen Job anzunehmen. Was ihm Charles wirklich noch fehlt, um ganz glücklich zu sein, ist eine Frau an seiner Seite. Aber beim Alter von seiner Zukünftigen hat er so seine Vorstellungen. Ungefähr 70. Ich glaube, ich meine, man darf nicht vergessen, auch mit 70 haben wir 20 Jahre Unterschied. Und ich glaube, mit vielleicht einem 60-Jährigen hätte ich Generationsproblem. Beziehungsproblem könnte es dafür allenfalls mit dem Charles Eugster seine Charaktereigenschaften geben. Eitel, eingebildet, großzügig, ja. Einfühlsam, vielleicht. Und vielleicht klappt es ja trotzdem mit der Traumfrau, denn ein English Gentleman ist der Charles definitiv. Für eine unbekannte Dame hat es genügend Platz und eine leere Tasse wartet für die Afternoon Tea. Also heisst es jetzt nur noch die unbekannte Dame abwarten und Tee trinken.